Servus Leute, weiter geht's bei Watch Dogs auf 100%. Ja, wir haben den einen Wagen jetzt bestellt. Bist du der? Der schaut schon geil aus. Die Stealth-Variante. Bist du wahnsinnig? Da darfst du nicht viel aufs Gas. Schau dir das Ding an. Dass du ein bisschen aufs Gas steigst. Ah, der hält doch sicher viel aus. Wahrscheinlich hält er noch ein bisschen mehr aus als die anderen Wagen. Und sonst von der Kurvenlage her fährt sich der auch nicht so schlecht. Man muss ihm halt ein bisschen einfahren. Aber das sind halt die Sonderwagen, was man so mit dem Uplay-Punkten nachher freischalten kann. Finde ich eigentlich cool, dass sie sowas auch einbauen. Na, okay. Er hält doch nicht so viel aus. Und er springt gleich extrem. So. Und ab zum Fixauftrag, da bekommen wir eh zu 100% ein neues Auto. Kannst das Auto haben, ich schenk's dir. Kannst es auch verkaufen oder machen, was mehrere du willst. Ich muss sie nur finden und eliminieren. Mehrere Ziele? Hoffentlich erwische ich sie unvorbereitet. Das haben wir aber auch noch nicht gehabt. Oh, wir haben halt irgend sowas ähnliches zumindest. Handschuhfach. So. Ausschalten, ausschalten. Die fahren ganz schön wild herum. Gibt's jetzt wirklich in die Seitengasse? Hast du das wirklich vor? Ich will ihm nur rahmen. Eigentlich. Ich weiß nicht, wir sind da. Das Problem ist, wenn ich einen nur rahmen. Kann sein, dass ich dann. So, der ist einmal. Das muss ich nochmal aussteigen. Das ist blöd. Ach Gott. Der steigt nicht aus. Ist jetzt ausgestiegen. Na, okay, der brennt eh. Passt. Ein Ziel erledigt. Schon das zweite. Das bedeutet, dass ich es rausbekomme. Das bedeutet, die bleiben im Auto so lange sitzen, bis sie sozusagen tot sind. Ist natürlich ein kleiner Vorteil für uns, weil dann können wir sie einfach mit Ampeln und so weiter ausschalten. Wenn er nicht genau in die andere Richtung fährt, wie ich ihm glaube. Ah, was war da jetzt? Mit dem einen Typ, dann hat er irgendwie komisch durch die Luft gehabt. So, wo ist die nächste Ampel? So, das kann ja nicht so lang. Wir brauchen schon viel zu lange dafür. Na, oh, jetzt fahren sie. Die fahren heute ja was zusammen. Manchmal bleiben stehen und fahren sie wieder weiter. Obwohl da keine Ampeln sind in der ganzen Ortschaft. Das wundert mich jeder, mitten in der Stadt keine Ampel. So. Fahrsignal. Bleibt er jetzt wirklich so lange sitzen? Das ist ja idiotisch. Ich weiß, der hat eine Waffe. Danke. So. Mission beendet, viel zu lange gebraucht. Das war eine geile Explosion. Das muss man sagen. So, nächster fixer Auftrag, der wäre gleich da hinten, oder? Nein, da werden wir geschwind das Auge machen. Das ist nur 90 Meter entfernt. Da werden Verbrechen erkannt. So, dann ab hinein. So, hier sind Riegeln, tak, 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 tak. Ich muss ehrlich sagen, ich laufe das lieber, weil ich bin schneller so. Weil mit den Kameras, wie man die immer geschwenkt hat teilweise, braucht man schon lange. So. Okay, das geht sehr weit. Da vorne ist es schon. Dazwischen war noch mal irgendwo ein Punkt, den ich sicher entriegeln muss. Einfach der blauen Linie folgen bis zur weißen. Genau, hier habe ich mir gedacht. Nur. Okay, die geht noch weiter. Ah, da. Na. Jetzt ist es durch. So, perfekt, hacken wir uns hinein.
Und eindringen. Wir sind drinnen. Okay, ich mach's zuerst. Nein, ich zeig dir, wo du hin musst. Allein du musst hier hinspringen und dann dahin springen und dann fällt der Teddy in die Lava. Nein, ich hab's euch beiden in die Lava, wenn ich... Ja, danke. So, nächstes. Ah, da drüben sind zwei sammelbare Objekte und das muss ich holen. Weil wenn ich die nicht hole, die komme ich nachher nicht so schnell wieder in die Nähe. So, 5000. Kassiert. Sicher habe ich einen Führerschein, nur es gibt nur Vollgas oder kein Gas. Hier in dem Spiel. Nein, eigentlich in echt auch nicht. Einfach nur immer voll durchdrehen. So, da waren wir auch schon öfters. Wenn ich nicht täusche, da oben sind nämlich die Autos ausgestellt. Nein, ich will jetzt keine CTOS-mobile Herausforderung. So, einmal das sammelbare Objekt. Das schaut sehr danach aus, als würde es da einfach liegen. Sieht aus, als wäre hier etwas. Ah, stimmt, das sind die da wieder. Okay, mitten in der Großstadt, da könnte es natürlich sein, dass auf Dächern und so weiter auch ist. Mist, da mal los. Das wird knapp. So, scheiße, das ist alles oben. Eines ist unten. Kamera. Okay, das ist gar nicht so weit oben. So. Hat höher ausgeschaut zuerst. So, rüberlaufen. Zuerst links und dann die beiden rechts machen. Ah, das bringt halt sowas, bringt sich da überhaupt nicht mit Autofahren, glaube ich. Ich weiß nicht. Das ist auch nicht so hoch. Obwohl. Das müssen wir mit der Kamera, vermute ich mal. So, hätte ich schon früher machen können. Scheiße, da komme ich nicht hinein. Ja, dummer mit Bankkonto. Bankkonto. Scheiße, wo komme ich da? Der schaut sehr gut mit dir aus. Hecki. Und das letzte. 28 Meter weiter. Super, und wie komme ich da rüber? Ist das im nächsten Quergang erst? Sag mal, was ist eigentlich... Entschuldige dich, Arschloch. Ja, bitte, kannst du sitzen bleiben? Ich habe keinen Sessel umgestoßen. Ah, schnell da hinein. Und hacken wir das letzte. Perfekt. So, ich überspringe das. Ist nicht so wichtig, würde ich sagen. Weil wir holen uns gleich das nächste Objekt und das hätte ich sonst nicht gesehen. Perfekt. Jetzt werden wir nachher mal schauen, was für ein Level. Wir können immer so viel Level erreichen. Ich bin nicht täusch. Okay, gleich ein Verbrechenskonvoi entdeckt. Gerade. Den werden wir gleich auch machen nachher. So. Aber 32 Meter, das klingt sehr nach... Na, das ist hier. Auf der Höhe. Ah, da drüben. Na, dann dringen wir mal ein. So. So, das gleiche werden wir hier auch machen. So, dann tun wir mal das erste. Wo kommen wir da hin? Nein. So, da schaut gut aus. Jetzt muss ich noch... So. Haben wir das mal da. Das brauche ich von unten. So, und jetzt brauchen wir noch da hier oben eines. Weil ich muss ganz kurz das hier so machen. Da brauche ich ein Signal hier rüben ganz kurz. Das kann man dann wieder durch. Das kommt wieder hierher, das ist durch. Schalten. So, dann war das hier so. Dann ist das auch durch. Und jetzt brauchen wir noch hier ein Signal. Ich glaube, das schaut sehr gut aus. Und nein, hören Sie mir zu, okay? Das ist eindeutig nicht die Figur, die ich bestellt habe, klar? Was ich bestellt habe, ist die Engelsschwester. Die Engelsschwester Ayumi in ihrem sexy Schwesternkostüm, was ich erhalten habe. Gummibuppen. Sir.
was ich erhalten habe, ist die Sexschwester Ayumi in ihrem Stadtoutfit, die ich, wenn ich es sagen darf, mittlerweile dreimal in verschiedenen Posen besitze. Ich brauche keine vierte. Würden Sie mir sagen, was... Ach, Junge. So, gleich den Verbrechenskonvoi da drüben. Verbrecherkonvoi heißt das. So, jetzt haben wir dann nämlich dann bald alle. So viel sind das nämlich nicht mehr. Und ich muss mal nachher auch nachschauen, ob wir schon alle Sehenswürdigkeiten haben. Weil da fehlen uns, glaube ich, haben uns letztens auch noch mal ganz wenig gefehlt. Korrupte Cops. Hier haben wir schon noch mal gekämpft auf dem Platz. Sind das Letzte für mich. Wenn man den Freunden und Helfern nicht trauen kann, wem dann? Das stimmt. Ich bin vielleicht nicht die perfekte Lösung. Aber die hier werde ich nicht entkommen lassen. So. Die haben eine kurze Strecke. Aber wir werden uns gleich das Auto nehmen. Das hat ein bisschen Wumms. So, schauen wir kurz einmal. Einfach rechts hinunter. Jetzt ist er hier eingezeichnet. Ah, Polizisten. Polizisten ausschalten ist Arsch. So. Erstens werden wir nur niederschlagen dürfen. Jetzt hab ich mehr. Ah, den einen hätte ich sogar niederfahren dürfen. Zentrale, wir könnten hier Hilfe gebrauchen. Nein. Ich rufe Stärkung. Niederschlagen, wir müssen nur aufpassen, den richtigen. Nein, den nicht. So, dann haben wir den ersten. Achso, Polizisten, ja super, ihr seid gut. Ich hab Probleme. Das ist aber jetzt nicht der Ernst. Polizisten töten, darf ich ja nicht. Eigentlich. Niederschlagen darf ich wieder, nur muss ich aussteigen. Ja, super. Scheiße, schick mehr Leute! Ich hoffe, dass sie nicht noch mehr neue Leute rufen. Den darf ich nämlich nur niederschlagen. Den nehme ich auf die Hörner, pass auf! Ah, die können das auch einschalten. Ich hab Probleme! Anhalten, ich kann den nie niederschlagen da. Ja, ich kann aussteigen, die niederschießen mal alle. Probieren. Der hört erst auf, wenn wir ihn zwingen. Los, rammen wir ihn. Wir haben ihn im Auge. Scheiße, das war nichts. Da ist eine scheiß Position, da kann ich mich nirgends verstecken. Scheiße. Oh mein Gott. Verdächtiger mit Waffe, verdächtiger! Alle Einheiten in der Luft, haltet durch! So, auch wenn wir da jetzt... Nein! Nein, den darf ich noch niederschlagen, bis da steht groß drüber, niederschlagen. Oh, ich hab nur den Polizisten gesehen. Oh ja, ich hab auch schon eine Fahrerflucht gesehen. Jemand rast einfach in ein Auto. So ein Dreck. Wir werden gleich einmal irgendwo Action machen und gleich dort mit der Pumpgun einfach das Auto zerstören. Aber nicht von dem, den wir niederschlagen müssen. Müssen wir aufpassen. Boah. Scheiße, auf das habe ich nicht aufpasst. Da drüben wäre der geile Gang hinein gewesen. Wenn ich nicht täusch. So, Pumpgun. Der hat eine Waffe. Ja, der hat eine Waffe. So. Na, ich probier's noch einmal. Ich muss nur aufpassen, dass ich den einen nicht töte. Eine Streife hat bereits die Verfolgung aufgenommen. So. Komm rein da, komm rein. Handgranate ist nicht gut. Das Blöde ist nur, dass da jetzt noch ein Kiewerei-Auto gekommen ist. Den darf ich nur niederschlagen.
nicht so schwer, Mann! Ja! Scheiße, jetzt ist... Nein! Scheiße, wir machen das im nächsten Part weiter, wenn es wieder weitergeht bei Watch Dogs auf 100%. Bis dann!